Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch einen kleinen Bautipp, wie ihr euer Nether-Portal ein schöneres Design geben könnt. Das Ganze habe ich von einem YouTuber. Er heißt Nikolu. Ich werde seinen Kanal auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und viel Spaß mit dem Video. Als erstes baut ihr diesen Umriss. Als zweiten Schritt baut ihr das alles 4 Blöcke runter. Als Schritt Nummer 3 baut ihr alles am Rand mit poliertem Tiefenschiefer. Baut ihr das halt alles ab und dann füllt ihr das wieder auf mit Tiefenschiefer und das überall drumrum. Wartet einmal. Gleich haben wir's. Bei mir ist das jetzt halt ein bisschen blöd, weil ich eine flache Welt gemacht habe und hier halt beim 4. Block Bedrock ist. Das solltet ihr vielleicht nicht machen, sagen wir es so. Aber ihr baut das wahrscheinlich auch in einer Überleben-Welt. Und ich habe ganz vergessen, euch die Items zu sagen, die ihr dafür braucht. Ihr braucht dafür normalen polierten Tiefenschiefer. Dann braucht ihr polierte Tiefenschieferstufe. Dann polierte Tiefenschiefertreppe. Dann violettes Glas und Magenta-Glas. Das waren die Items. Und Schritt Nummer 3, glaube ich. Als vierten Schritt nehmt ihr euer violettes Glas und füllt das hier die erste Etage mit violettem Glas auf. Dann nehmt ihr die zweite Etage Magenta-Glas und baut die zweite Etage halt so auch auf, also ihr füllt die aus. Mein Gott, mein Deutsch ist heute auch wieder im Keller. Und jetzt nehmt ihr wieder euer violettes Glas und baut hier die nächste Etappe. Nehmt ihr wieder Magenta-Glas und macht das wieder so. Mit dem Shader sieht das am Ende richtig schön aus. Nur leider bin ich gerade auf der PlayStation unterwegs. Von daher habe ich gerade keinen Shader drin. Und die letzte Etage dann auch nochmal mit violettem Glas. Digga, was ist denn das jetzt? Perfekt. Fünften Schritt. Braucht ihr jetzt endlich eure Stufen und Treppen? Ihr setzt die Stufen hier einfach drumrum.
Und bei zwei Enden, also am besten ist es, wenn ihr so das macht, wie ich, also gegenüber Treppen hochbaut, wo man dann hochgehen kann zum Portal. So, mein Gott. Und ja, das war eigentlich schon der nächste Schritt. Als nächsten Schritt baut ihr dann drei Blöcke, also von hier drei Blöcke entfernt, fünf Blöcke in eine Reihe und dahinter nochmal. Dann baut ihr hier Stufen hin, auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dann auch schon das Nether-Portal drauf. Und das war der nächste Schritt. Und jetzt als letzten Schritt baut ihr hier noch zwei Blöcke dran. Und hier noch Stufen. Und fertig ist euer Portal-Design. Euers Portal-Design. Und hierzu brauche ich eigentlich nicht viel sagen, außer da wird noch ein Video zu kommen. Und ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Der Kanal von ihm ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oh, das war unbeabsichtigt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ach ja, wir haben auf TikTok 200 Follower geknackt. Dafür wird es noch ein kleines Special auf TikTok geben. Und ja, ciao, ciao.